Jetzt bin ich schon 100 Tage im Amt und habe ganz viel Schönes erlebt. Ich durfte hinter Kulissen schauen, Institutionen gesehen, in der Kultur, in den Quartieren. Und vor allem viele Menschen kennenlernen, die sich wahnsinnig engagieren für diesen Kanton. Und das war ein grossartiges Erlebnis. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ich der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt und den Kanton mit all diesen Menschen zusammen weiterentwickle. Es gibt hier allerdings ganz grosse Herausforderungen zu bewältigen, das ist völlig klar. Und gerade das Präsidialdepartement, das ja eigentlich das Zukunftsdepartement ist, das, was ermöglicher Departement ist, das muss sich diesen ganz grossen Herausforderungen stellen. Und ich werde den Schwerpunkt ein bisschen auf die Jugend ausrichten und mit diesen Themen widmen, die auch die Jugend enorm beschäftigt. Und das sind darum drei Schwerpunktthemen für mich. Das eine ist das Klima. Wir müssen es schaffen, den Planeten zu erhalten und als Kanton wirklich unseren Beitrag leisten, dass das gelingt. Das Zweite ist die Gleichstellung. Das spüre ich, ist ein riesiges Thema bei den Jungen, bei meinen beiden Töchtern auch. Sie wollen endlich in einer Gesellschaft leben, wo alle gleichberechtigt sind. Wo du als Mädchen keinen Nachteil hast, wo du auch als jemand, der geschlechtlich anders orientiert ist, sexuell anders orientiert ist, einfach gleichberechtigt behandelt wird. Auch das soll ein Schwerpunkt sein. Gerade das LGBTIQ-Thema möchte ich aufnehmen. Und das Dritte ist das Wohnen. Wir haben einfach Mietzinsentwicklungen, die nicht gut sind. Das ist nicht zukunftsfähig, wenn die Wohnungen immer teurer werden. Und darum würde ich mich gerade in den Arealen, die wir zusammen können entwickeln können, jetzt in diesem Kanton dafür einsetzen, dass es auch preisgünstige, bezahlbare, genossenschaftliche Wohnraum gibt. Nur so können wir auch die Zukunft sichern für alle in diesem Kanton. Ich bin aber auch als Regierungspräsident der ansteht und den Kanton nach außen verteidigt, vertritt. Der sagt, halt, Basel ist dann auch noch da und wenn ihr gegen unsere Interessen vorgeht, dann wehre ich mich. Und da bin ich wirklich dran, das Netzwerk, das wir haben, nach Bern, aber auch zu den Nachbargemeinden, zu den Nachbarländern, das Netzwerk wirklich zu bespielen, um die Bedeutung von Basel allen klar zu machen und unsere Interessen zu vertreten. Auch das würde ich mit grossem Engagement machen. Aber etwas muss ich halt gleich noch sagen, auch wenn es fast alle nicht mehr hören können, das Wichtigste wird sein, dass wir jetzt als Erstes die Pandemie überwinden. Ich werde zusammen mit meinen Regierungskollegen alles daran setzen, dass alle Unternehmen, dass alle Menschen in diesem Kanton aus dieser Pandemie rauskommen, dass sie wirtschaftlich nachher wieder eine Perspektive haben und dass es ihnen bis dahin gut geht. Damit wir eben all die grossartigen Schätze, die wir hier haben, in Sachen Kultur, Lebensqualität, in Sachen auch Menschen, dass wir die wieder zum Blühen bringen, für das möchte ich mich sehr gerne einsetzen, auf das freue ich mich.